alle zusammen ganz nach, weil dort hinten werdet ihr nichts verstehen, wenn wir nämlich dann normal reden. Kommt alle zusammen ganz nach. Kommt alle zusammen ganz nach und hört zu, was Zürich von der Kunst erwartet. Ihr habt hier zu meiner Rechten, zu eurer Linken von mir aus gesehen, der Jean-Pierre Hobby, Chef der Kulturabteilung von der Stadt Zürich. Wir haben den Andreas Niederhauser hier zu meiner Rechten, Künstler. Er ist auch hier in der Box 524, Mitinitiant vom Kunsthaus Oerlikon und vom Kunsthaus Ossersiel. Was das genau ist, werden wir näher erfahren. Das ist Susanne Winch. Sie ist Chefin von Treibsand. Was das genau ist, wird sie uns näher erzählen. Sie ist Mitglied vom Kunstkredit Basel-Stadt. Und zwar noch genau heute und morgen. Und dann ist ihre Amtszeit fertig. Ich heiße Heinrich Gartentor, hat lieber ein Mikrofon, aber es steht uns kein zur Verfügung, weil ich als Brotjob Sportanlässe organisiere, unter anderem auf dem Wasser, wo mit Rudern zu tun haben. Ich kenne natürlich Flüstertüten, die wir mal ein bisschen bauen müssen, wegen meinem Halsweh. Ich bin der ehemalige Kulturminister von Schweiz. Ihr wisst vielleicht, der Kulturminister ist die unabhängige Stimme von der Schweizer Kultur. Er ist 2 Jahre im Amt und wird dann ersetzt. Ich bin jetzt gerade ersetzt worden im September durch einen Nachfolger, der heißt Dominique Riedo, ist Schriftsteller aus dem Kanton Luzern. Ich bin selber auch Künstler und ich bin aktuell Präsident von der Visarte. Die Visarte ist der Berufsverband der bildenden Künstler und die Visarte hat genau ein Ziel, nämlich, dass den Künstlerinnen und Künstlern gut geht. Und natürlich noch viele andere Ziele, aber die sind nicht so wichtig wie das eine Ziel. Zu dem einen Ziel gehört natürlich, dass wir endlich wollen, dass es Künstler sind. Also Kunst, Künstler, Künstlerin, ein Beruf ist, der akzeptiert wird, wie jeden anderen Beruf auch, wie Bäcker oder Maurer oder was es alles zusammen gibt. Ich komme von Thun und ich habe natürlich ein paar Fragen. Zürich, von Thun aus, da merkt man vor allem die subventionierten Häuser. Die zeigen keine Zürcherinnen und Zürcher. In Zürich ist der Kunstmarkt das Mass aller Dinge. Zürich ist aber auch die Hauptstadt der gestrandeten Künstlerinnen und Künstler. Und wenn man die Biennale Venedig anschaut, am Start für die Schweiz, Ugo Rondinone Zürich, Christine Streuli Zürich, Urs Fischer Zürich, Yves Netzhammer Zürich. Warum ist Zürich so gut, Herr Hobby? Weil wir gute Leute hier haben, gute Künstlerinnen und Künstler. Nicht wir ziehen die anziehen. Vielleicht tragen wir dazu bei, indem wir versuchen, die Kulturpolitik möglichst zugunsten auch von den Künstlern und Künstlerinnen auszulegen, zu machen. Aber letztlich ist eine Stadt immer so gut wie ihre Bewohner und Bewohnerinnen. Und wenn sie nicht da wohl ist und wenn sie da das Gefühl haben, sie finden ein Betätigungsfeld, dann sind wir sehr froh. Und es ist in dem Sinne nicht so sehr unser Verdienst, sondern das Verdienst von den Leuten, die hierher kommen. Da kann man vielleicht sagen, es geht überall so. Grösse zieht Grösse an. Ob es das im Kunstbereich ist, im Medienbereich, im Zeitungsbereich, überall, im Wirtschaftsbereich. Es konzentriert sich dann halt überall dort, wo schon viele Aktivitäten sind. Weil gegenseitig ist ja das eine Befruchtung. Stimmt das, Susanne Winch? Ja, ich würde da beistimmen. Ich denke, Zürich ist ganz sicher... Ich würde sagen, Zürich ist ja traditionell die Stadt vom Kapital. Also da haben sich ja immer schon die Grossbanken haben sich da versammelt und Kunst hat ja auch sehr viel mit Geld zu tun. Und infolgedessen, denke ich, haben sich die grossen Kunstinstitute und Galerien angefangen irgendwie mit dem Löwenbräu in Zürich eben auch zusammengetan, um konzentriert irgendwie wirklich das Publikum von der internationalen Kunstszene anzulocken. Und ich denke, das ist Zürich. Zürich ist der Platz für die internationale Kunst.
Andreas Niederhauser, stimmt das? Ja, also in Zürich sind wir auf der einen Seite in den letzten 10 Jahren überrumpelt worden. Zürich dockt an bei der Globalisierung. Das hat auch in der Kunst quasi eine neue Garde gegeben. Das ist irgendwie ein Löwenbräu-Areal. Das ist, kann man sagen, wie die Champions League, oder? Also der FCZ hat irgendwie ein Budget von weiss nicht wie viele Millionen und Real Madrid von 300 Millionen. Und das eine Art in der Kunstszene tut sich das eine Art wie auseinanderdividieren. Wir haben auf der einen Seite Galerien, das finde ich auch richtig. Die suchen einfach international Leute zusammen. Ob es da von ihrer eigenen Haustüre Leute gibt, das interessiert sie zwar auch noch. Aber die gibt es tatsächlich. Und das geht eigentlich ein bisschen auseinander. Wie eine Schere. Du bist Mitinitiant vom Kunsthaus Ossersiel. Was ist das? Das Kunsthaus Ossersiel. Es ist ja so, am Helvetiaplatz haben wir das Amtshaus, wo glaube ich Sozialamt drin war. Und wir haben dann irgendwie mitbekommen, dass das Amtshaus geleert wird. Weil die Stadt, ich glaube, das weiss der Herr Obis noch viel genauer. Ich habe da nicht so eine Ahnung, aber es wird irgendwie leer. Und man weiss eigentlich nicht genau, was wend mit dem Amtshaus. Ich hoffe es zumindest, dass die Stadt das nicht genau weiss, weil wir wissen, was wir wollen. Wir wollen dort ein Kunsthaus Aussensil bauen. Das heisst, ein Haus, wo verschiedene kulturelle Disziplinen Platz finden sollten. Also es geht nicht nur um bildende Kunst, es hat also auch Musik, Theater und so weiter. Es hat auch noch einen anderen Standbein. Wir haben ja in der Stadt Zürich wenig Gastateliers für ausländische Künstler. Das sollte dort auch Platz haben. Es ist eine Art Mischmasch. Es sind auf der einen Seite geht es um Produzieren, also im Stillen arbeiten, aber auch ums Präsentieren. Und man muss sich das nicht vorstellen wie ein Kunsthaus Zürich, sondern eigentlich sind Produktionsräume. Man kann aber auch dann partizipieren, was die Leute dort machen. Es soll auch eine Verankerung haben im Quartier, also im Kreis 4 ist ja das Amtshaus, und dann quasi ins Nationale wie dann auch ins Internationale. Das wäre eigentlich die Idee.